mit seinem Captain Sparrow und wohlwissend, der Schnellste kommt zum Schluss. Jetzt wissen alle, meine Damen und Herren, warum Felix Haßmann einfach so schnell ist. Wer so einen Schlafanzug besitzt, meine Damen und Herren, und da jede Nacht drin schläft, da wundert es uns nicht mehr, dass der übertags dann natürlich der Weltelite so häufig Angst macht. Dass Felix diesen Schlafanzug schon etwas länger hat, erkennt man auch so ein bisschen an der Beinlänge. Oder ist vielleicht einfach ein bisschen eingelaufen, kann auch sein. Holla, holla die Waldfee. Ja. Es el Brazonado. Wie gemacht für diese schnellen Springen, dieser Schimmel. In diesem Falle ist das der Robin. So, die Uhr halten wir auch noch ein klein wenig im Auge. Oh. Superman. 52er Zeit ist damit schneller als Michi Jung. An diesem Wochenende schon einmal siegreich. Holte sich den Sieg ebenfalls im Preis der Allianz Generalvertretung Isler und Abel. Und jetzt bin ich aber noch mal gespannt auf die Fohnwertung. Jetzt Ihre Fohnwertung. Applaus! Also Felix Haßmann holt sich einen weiteren Sieg an diesem Wochenende hier bei den Stuttgart German Masters, in diesem Falle im Zeitspringen mit leichter Kostümunterstützung. Naja, ne, wer dann eben auch dieses Kostüm sich hat auswählen dürfen, wundert es uns nicht, dass man damit gewinnt. Michi Jung auf 2, Harry Smulders dann weiter auf dem 3. Und auf meiner Liste steht ein Interview, werde ich natürlich